Oh, bist du unser Baum? Nee. Du? Mann, jetzt sah gerade nur so aus, als ob die verbunden wären. Mir scheint so, als ob es hier noch eine dritte Stadt gibt. Wir finden es nicht mehr wieder. Wäre ja auch zu schön gewesen. Mein Gott, überall sind hier Hühner. Boah, das finden wir nicht mehr wieder. Unter gar keinen Umständen. War da, glaube ich, nicht ganz so klug. So weit abzuhauen, sagen wir mal so. Oh, warte mal, ist hier dieser Fluss, wo wir rüber sind? Wir sind doch über einen Fluss gegangen, oder? Vielleicht ja doch. Weil das weiß ich noch, wir sind durch Wasser gegangen. Ach du Heilige. Nee, wir finden das nicht mehr wieder. Komm, wir ziehen weiter. Das hat ja mal so. Gar keinen Zweck. Schade. Boah, ist ja Bambus. Ich guck noch mal nach oben, ob ich hier irgendwas erkennen kann, aber oh, da ist wieder ein Piepmatz. Och Mann! Hier waren wir auf gar keinen Fall. So viel Bambus hatten wir nicht. Aber riesengroß. Ich hätte schon mal Bretter oder sowas machen müssen. Dann hätte man das gesehen. Können ja mal hier auf den Berg gehen, ob wir von dort aus irgendwas sehen können.
Na, das werde ich doch wohl hinkriegen, hör mal. Aha. Hallo. Ja, ich suche da, wo ich bauen wollte, Herr Schwein. Ich hoffe einfach mal, dass wir von hier oben aus irgendwas sehen können. Boah, jetzt wäre Optifallen so geil. Weiß gar nicht, haben wir diesen Berg hier gesehen? Nee, war, wir hatten zwei. Dingens gehabt. Zwei Städtchen hatten wir gesehen. Ist das da hinten eine Stadt? Dann ist das bestimmt. Dann wäre das, wo wir hier bauen wollten. Gar nicht so weit weg. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ja, da ist eine Stadt, die haben wir doch auch gesehen. Ach Mann. Minecraft. Boah, das ist echt ätzend, seitdem wir auf dem Server sind. Da knall ich so oft raus. Das ist echt nicht mehr normal. Lol, wo bin ich denn jetzt? Ach ja, genau, hier war die Stadt. Haben wir wieder die Minecraft-Musik. So, die Stadt hatten wir auch gesehen. Eigentlich, dass wir doch gar nicht so weit entfernt davon sind, oder? Moment mal. Ha, nee. Das war ich dann doch nicht. Ich habe nämlich schon gedacht. Cool, hast du doch wieder gefunden. So, hier ist die Stadt. Und von der Stadt aus waren wir nämlich auch hier reingegangen, das weiß ich. Also so weit können wir doch gar nicht weg sein. Oh, sind da Fackeln? LOL.
Wir haben es gefunden. Oh mein Gott. Wir haben es gefunden. Juhu. Dann können wir doch noch unser Baumhaus bauen. Das ist ja nice. So. Was wir jetzt aber mal machen, wir brauchen noch mal eine Schere. So. Das war nicht clever. Upsi. So. Nee. Oh Mann, hoffentlich setze ich mich jetzt hier gleich nicht wieder hin. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. So, passt gut. Das wird jetzt hier fleißig verbunden. Nee. So, da kommt jetzt eine Erde rein. Und da in der Hoffnung, dass dann hier etwas wächst. Das Ganze machen wir hier auch noch mal. So. Hier muss jetzt aber ein Eichensetzling hin. Dann hoffe ich, dass dann hier Bäume wachsen. Ja. Und dass wir die dann quasi auch so als, ja, eigentlich müsste man die sogar noch tiefer pflanzen, weil die wären natürlich auch. Puh. Ha. Warte mal, da kriegen wir doch hin. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Machen wir jetzt mal. So. Obwohl, dann sind wir jetzt wieder vom Ergebnis her, wo wir schon mal waren, oder? Ach komm, wir versuchen das einfach mal. Sollen ja jetzt mal hier wachsen, wie der da hinten auch. Hier haben wir ja auch noch Bäume. Wenn wir mal das Ganze hier auch noch mal machen. Wäre doch cool. So, jetzt brauchen wir. Nein. Ach, ich bin ja auch ein Trollo, ne? Ich habe ja gar keinen Stein. Solange es jetzt Nacht ist, kloppen wir uns mal ein bisschen Stein ab. Hier hinten vom Berg. Also unser Dingen da oben sollten wir erst verlassen, wenn es wirklich dunkel ist, sodass wir es auch wiederfinden, weil wir haben es jetzt anhand der Fackeln nämlich wiedergefunden. Also zum einen klar, weil wir das Dorf wiedergefunden haben, aber auch zum anderen, weil wir da in der Dunkelheit die Fackeln sehen. Die sehen wir logischerweise natürlich tagsüber nicht.
Na so. Irgendwo, wo man das jetzt nicht so sieht. So. 16 Stück, das sind zwei Öfen. Das passt, das reicht. So, jetzt schnell wieder weg, damit wir wieder zurückfinden. Oh. Hoppala, jetzt habe ich gerade geschlabbert. Och nö. Bäh. Trinken muss gelernt sein. So. So, hier sind wir runter. Dann hier um eine Ecke und dann müssen wir doch eigentlich quasi praktisch, theoretisch gesehen, doch schon da sein. Jawohl. Das kann man sich dann gut merken, wenn man sich das mit der Stadt vor Augen hält. Ihr seid noch nicht gewachsen, was ist denn hier los? Okay, ich hoffe, wenn ich jetzt hier einen Ofen baue. Oh, Kacke. Wir müssen erstmal einen Ground bauen. Das machen wir mal so. Und 64. Ich hoffe, das passt. So, jetzt dürfte aber eigentlich nichts mehr passieren. Dann müssen wir uns mal gucken. Man kann ja nur etwas drauf platzieren bei den halben, wenn die oben sind. Ha. Was wir natürlich auch machen können ist, wir gehen mal ein Stockwerk tiefer. Nehmen zum Beispiel diesen Baum hier. So, dann brauchen wir diese Teile hier. Huch, nee, so haben wir aber nicht gewettet. Na toll. Weil ich zu blöd bin, so ein Teil hier abzubauen. Anzubringen. So, dann machen wir hier. So. So. Müsste theoretisch gesehen auch noch recht nah bei uns sein. Und das Ganze machen wir. Ja, hier unten weiß ich nicht, ob der so hoch wird. Theoretisch müsste man wohl das auf dem hier machen. Ich habe gleich keine Erde mehr, aber egal. So, und dann hoffe ich einfach mal, dass die jetzt gleich mal in die Höhe schießen. Dann ist die Sache, wie machen wir das?
geil. Ach, das ist nur ein kleiner. Ach, für die Großen brauchst du natürlich diese Vierer, ne? Ja, aber ist nicht schlimm. Dann machen wir das halt eben so. So, das lassen wir erstmal noch drin, damit er nicht decayt. Und dann nehmen wir hier eine Schicht ab. Dran und hier können wir das dann da hinten mit verbinden. Ich glaube, das ist in Ordnung. Oder ist die Höhe zu klein? Ich bin diesbezüglich noch ziemlich unentschlossen. Mach mal diese Schicht hier ab. Was passiert denn, wenn ich den hier wegnehme? Nichts. Da oben ist nämlich noch ein. So. So. Jetzt nehmen wir hierfür Eichenlaub. So, jetzt müssen wir hier wieder damit arbeiten. So, da gucken wir mal, wie wir das hier noch mit rein integriert bekommen. Das weiß ich noch nicht. So, das muss ja nicht immer alles piepgerade sein. Stellen lässt sich das natürlich nicht verhindern. So. Hier brauchen wir wieder. Nein. Das ist verkehrt. So. Das war jetzt auch schon ein Tacken zu weit. Da darfst du echt nicht so krass drücken. Sonst hast du echt ein Problem. So. Ja, komm, machen wir das mal so. So, das ist dann quasi so die Umrandung. Und hier kann man zum Beispiel, weiß ich nicht, Zaun oder irgendwas hinmachen. Oh! Ja, der ist arg hoch. Wobei wir können ja
Ich mache den jetzt mal noch nicht weg. Wir können ja runtergehen, aber das ist echt schon krass hoch. Doch, ich muss den wegmachen. So, ein paar Blätter werden wir uns gönnen. Und der Rest muss ganz normal durchgehen. Denn wir brauchen ja auch Setzlinge, sonst können wir das ja nicht mehr weitermachen. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier noch Setzlinge runterkommen. Und dass die nicht gerade hier vorbeifallen, wenn sie runterfallen. So, du bist ja noch am Köcheln, das ist schön. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hinschauen? Denn wir blicken ja eigentlich nichts als auf Bäume. Da hinten ist die Stadt. Jetzt die Frage, ist das da, wo wir eben waren, oder gibt es hier hinten noch irgendwo eine? Fragen über Fragen. Hier zum Beispiel. Obwohl, ne, wir haben eigentlich genug. Das hier könnte man schon fast als Terrasse benutzen hier. Na, macht man hier so Treppen hoch. Ich mache uns einfach jetzt mal welche. So. Dann geht man hier so hoch. Dann könnte man das hier quasi als Terrasse nehmen. Das ist halt echt blöd. Ich würde so gerne mit Halbe arbeiten. Aber da drauf kann man nichts stellen. Gar nichts. Weil die halben müsste ich halt auch hier anbringen. Das würde hier gar nicht gehen. Nein, rein theoretisch gesehen könnten wir hier überall. Ja, aber dann sind wir wieder so hoch. Ich glaube, wir machen nur die Terrasse.